So, meine Damen und Herren, da kommen wir jetzt wieder zu einer weiteren Folge zu Formel 1 2020. F1 2020, seht ihr auch unten links, jetzt haben wir wieder ein neues Update bekommen. Diesmal stimmt die Zahl auch, die Update-Version 1.05. Ich habe es auch noch nicht nachgeguckt, was die Fehlerbehebung oder Verbesserung oder etc. dieses Update beinhaltet hat, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Weil ich keinen Bock habe, ich habe jetzt immer auf die Homepage davon zu gehen und das irgendwie mal rauszugucken. Gucken uns kurz einmal den Podiumspass an. Woche 1 hatten wir ja schon abgeschlossen, Woche 2 habe ich jetzt auch schon abgeschlossen, Woche 3 noch nicht. Und da geht es dann dementsprechend immer wöchentlich weiter, hier erst in 41 Tagen. Und wie ihr es auch schon sehen könnt, ich habe hier auch schon in Season 2, ja, 17 Rennen schon was heißt aufgezeichnet, durchgespielt, nicht aufgezeichnet. Und da hat sich einiges ja geändert. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich für Season 2 Leclerc eingekauft habe für die ersten 11 Rennen. Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Und ich habe dann auch in der Zeit ein bisschen was gemacht. Erstmal konnte ich jetzt oben zum Beispiel rechts sehen, haben jetzt 19,45 Millionen, 1866 Ressourcenpunkte und sind auf Weltrang 21. Und bei Einrichtungen habe ich dann zum Beispiel jetzt das Personal komplett hochgeballert. In der Zeit, so wie halt das Marketing komplett hochgeprügelt. Den Rest habe ich noch nicht weitergemacht. FE kommen wir gleich weiter. Da habe ich jetzt den letzten auch wieder freigeschaltet. Und ich habe mir zu Rennen 12, also nach Rennen 11 und vor Rennen 12, mir Max Verstappen ins Boot geholt. Und unser Hauptsponsor hier, der Linke, der Große, sagt, verdiene während einer Season 300 Konstrukteursmeisterschaftspunkte. Momentan kriegen wir also 18,67 Millionen, das ist der Stand jetzt. Vorher, ich glaube, das letzte Mal, wo ich waren es glaube ich nur 14 oder 15 Millionen im Schnitt. Und wir haben 505 Points. Ah, vielleicht schaffe ich ja doch jetzt mit Max Verstappen gleich im zweiten Jahr schon die Konstrukteurs-WM zu siegen oder zu holen. Das sind keine 40 Punkte, ich glaube 37 sind das nur. Und warte, dich habe ich schon. Ihr seid noch alle gut hier. Was sagt denn das Getriebe? Was ist das Getriebe? Ist auch in Ordnung. Was hat sich soweit jetzt hier bis dato jetzt hier geändert? Bis zum 18. Rennen. Nebenbei die normales Fahrer-Story-Weltmeisterschaft, die man in F1 2019 hatte, die habe ich jetzt auch schon soweit vorgespielt. Da bin ich jetzt Season 3 McLaren. Nicht McLaren, Mercedes. Also, wo vorher Bottas und Hamilton waren, bin ich jetzt mit Bottas, glaube ich. Da bin ich auch jetzt dritte Season am Ende und da will ich dann nur noch die letzte Season aufmachen, aufzeichnen. Das heißt, die normale Fahrerweltmeisterschaft, die kommt dann erst wieder in Season 10, wenn ich dann letzten Season bin. Und dazwischen mache ich dann hier Formel 1
die Maltin-Karriere. Das ist jetzt unser F&E-Baum. Da habe ich zum Beispiel jetzt hier beim Rechten soweit alles durch. Erstmal, bevor ich aufmotzen will, weil ich nämlich die Dinger nämlich einmal durchkriegen. Genau, kann ich dich einmal reinsetzen. Dann setze ich dich nochmal mit rein und habe ich eins, zwei. Das Einzige, was ich ausbauen kann, wäre fast der hier oben. Den mache ich dann aber ganz zum Schluss. Weil bei Chassis kommen dann hinten noch Abzweigungen, speziell hier oben geht es einmal nach rechts und dann ist dazwischen noch einer. Und hier unten geht es dann auch noch einmal kurz runter. Deswegen kommen die dann bisschen später. Training mache ich natürlich wieder mal eine Simulation. Und anscheinend haben sie die Ladezeiten nicht verkürzt bekommen, die Affen. Obwohl eins weiß ich, haben sie gefixt, und zwar bei Australien. Diese Anfangssequenz, wo ja der Typ im Wasser stand, das habe ich als Notiz rausgenommen, dass hier ein anderer mal gesagt hat, dass es diesem Update-Patch, das mit drin war, dass der Typ nicht mehr auf dem Wasser stehen sollte, was es ja mal war in Australien, also Melbourne. Komplett trocken. Wie habe ich denn 1100? Das ist teurer. Doch, da kann ich noch nicht vorbeigehen, da muss er davor erstmal fertig werden. Also machen wir das Quali auch noch fertig, dann können wir unten bei Aerodynamic, war das der blaue Bereich, den einen rechten Bereich machen, bevor ich dann die einzelnen ja, Abteilungen dann hochknalle.
ausgezeichnete Runde. Wir sind sehr zufrieden. Oh, ich habe okay, ich wollte sagen, ich habe zwei. Ich habe jetzt aber schon den ersten freigeschaltet. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Mr. Warte. Also, ein Ding, da frage ich mal, ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, war glaube ich wieder 4 über meine Teamkarriere und die anderen 4 halt glaube ich so über, was weiß ich, Zeit von Grand Prix etc. Mein Glückwunsch, das muss sehr aufregend sein. Es ist immer gut, nach der Qualifikation ganz vorne zu stehen, oder? Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistungen im Rennen wiederholen? Wir haben heute ein paar interessante Ergebnisse gesehen. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung? Gibt es irgendetwas, von dem Sie glauben, dass es Ihnen im Vergleich zu Ihren Gegnern einen Vorteil verschafft hat? Klasse, das war dann alles. Ja, Nick de Vries bei Ferrari. Dann würden wir wieder Ende der Season ja ordentlich Knete wieder eincashen können. Und dann also muss ich erstmal gucken, also nach dem Rennen werde ich erstmal gucken, was ich allgemein für Sponsor-Knete einkriege. Das müsste dann glaube ich 2 Mille sein für einen für Sponsor-Gehälter. Nach einem Wochenende. Dann habe ich ja danach habe ich nur noch Rennen 19, 20, 21, 22, dann habe ich ja nur noch 4 Rennen. Das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Und dann könnte ich vielleicht noch, je nachdem, vielleicht einen Bereich nochmal auf Stufe 2 knallen. Oder ich warte bis zum Ende der Season, dass ich dann wieder, was ich. Das Klappen nochmal ins Boot hole. Oder meinetwegen auch wohl Hamilton. Ich will ja nicht, der will ja, hat ja eine bestimmte Voraussetzung. Bottas, glaube ich, war auch nicht. Es ist an der Zeit, einen Blick auf. Aber ich denke, ich müsste ja. Ich glaube, das war, glaube ich, auf, ich glaube, Hamilton war der höchste, der wollte irgendwas auf 3 haben, was ich noch nicht auf 3 hatte. Und Bottas wollte irgendwas auf 2 haben. Ladezeiten haben sie nicht verkürzt. Hätte so anders sein sollen. Fünf Rennen stehen noch. Entschuldigung. Warum da jetzt nur mit der Rückblende stand, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich auf der Minimap, dass Verstappen hinter Ricardo ist, also auf Platz 6 ist, von Platz 9 vorgefahren. Tolle erste Runde, weiter so. Huch!
fast einen der Gänge verloren. Wir haben durch einen Schaden einen der Gänge verloren. Also muss es der erste oder der zweite sein. Ja, der zweite. Aber auf den kann man eigentlich... Versuch so selten wie möglich zu schalten. Gut verzichten, den zweiten Gang hier. Ah, jetzt ist der zweite Gang wieder da, das ist nice. Also Verstappen macht jetzt schon mal für mich mehr Punkte als Leclerc. Weil bevor ich Leclerc geholt hatte, hatten so Pi mal Daumen plus minus 300 WM-Punkte in der Konstruktion. Und jetzt habt ihr gesehen, haben wir über 500 knapp. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
einfach fantastisch. Du hast den Grand Prix gewonnen. Das war ein Spektakul. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Ja, da dauert es ja noch 41 Tage, bis da... Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer ist. Ja, einen Punkt haben wir aufgeholt. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl. Vorher waren es, glaube ich, 37 Rückstand gerechnet, jetzt haben wir 36 Rückstand, also... ich glaube, da wird nicht viel passieren. Wenn wir jetzt ein bisschen tricksen und schummeln, dass die Mercedes, also Hamilton und Bottas, relativ weit zurückfallen sollten, könnten wir, das sind 2,63 Millionen, könnten wir die Konstrukteure holen. Ansonsten überlege ich gerade wirklich, ob ich nächstes Jahr mir nicht einfach Hamilton hole oder Bottas. Weil im Endeffekt haben wir ja praktisch die gleiche Leistung. Weil ihr seht ja, Verstappen fährt auf Platz 6. 5. 5, 6, 6, 6 war gerade. Und da könnten wir dann auch praktisch einen Hamilton. Nehmen. Das kostet mich momentan 21,1 kostet mich Hamilton. Was kostet mich ein Bottas? Bottas kostet mich 15. Max Verstappen. Wieso hat das Max Verstappen auf einmal eine Wertung von 99? Hoch. Er hat komplett 95. Also durchgängig. 95, 96, 95. Im Verhältnis zu 75, 95, 86, 97. Ja, ich füge ihn mal zu und ihn wieder runter. Was ist das? Ich glaube, das hole ich nicht mehr so viel raus. Ressourcenpunkte. 6, 12, 8, 6, 12. Hat ihn noch was? Dann mache ich das so, dass ich die Ressourcenpunkte erstmal so weit kriege. Weil dann kriege ich nämlich das Maximum an der an die wöchentlichen Ressourcen sozusagen. Und muss ich jetzt gucken, die nächsten vier Rennen. Genug Geld zu kriegen. Wie gesagt, ich rechne jetzt auch schon die momentan knapp 19 Millionen ein. Plus die 8, die wir haben.
Dann müssen wir wieder, sind wir auf dem Niveau, den wir gerade wieder hatten. 25 Millionen plus minus. Dann könnte ich nämlich im nächsten Jahr in der Season 3 mit Hamilton angreifen. Ist die auch was fehlgeschlagen? Nein. So, du bist weg. Dann fehlen mir links noch zwei. Wie gesagt, das rennt nämlich jetzt hier noch mit rein. Dann haben wir sozusagen eine, ja, Doppelfolge. Und dann fahre ich die nächsten Rennen wieder alleine und dann erst mit der letzten Folge dann wieder steige ich dann wieder ein, sozusagen. Das sind wieder 1900, das heißt, ich kann jetzt links einmachen. Und nach dem nächsten Training oder nach der nächsten Woche auch noch meins, dann habe ich die schon mal soweit stock und safe, weil momentan kommt auch nicht von wegen, ah, hier bleibe ich glaube, wir müssen jetzt wieder, ne, drauf achten, wegen, welche Teile wollen sie mitnehmen, welche Teile wollen sie nicht mitnehmen. Das wäre jetzt normalerweise jetzt um diese Zeit gewesen, Rennen 17, 18 und 19, aber es kam nicht mehr. Deswegen sind wir in dem Sinne erst mal das Safe. Das kam in der Fahrerkarriere, kam das nur in Season 1 und Season 2. Ich denke mal, dadurch haben wir das getriggert, dass es nicht mehr kommt. Aber natürlich kann sich das jederzeit ändern. Wie ist denn 84? Ja, das ist vollkommen noch ausreichend. Du bist auf der Pole Position. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber. Ach, in der letzten Rennen war er von 9 auf 6, jetzt könnte er von 8 auf 5 fahren. Könnte. Aber wie gesagt, das nützt nichts. Er müsste eigentlich jetzt Zweiter oder Dritter werden, damit wir das holen. Das war eine tolle Qualifying-Session. Fühlen Sie sich sicherer, wenn Sie vor dem Haupt...
Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Sind Sie zufrieden mit Ihrer heutigen Leistung? Gibt es irgendetwas, von dem Sie glauben, dass es Ihnen im Vergleich zu Ihren Gegnern... Danke für den Kommentar. Wie gesagt, Weltrang 21. Dort, wie gesagt, durch die Ressourcenpunkte, die ich jetzt hochgeknüppelt habe, kriegen wir natürlich keine Verbesserung. Wir kriegen halt dadurch nur mehr Ressourcenpunkte pro Woche. Das Maximum sind, glaube ich, 2, 4, 6, 8, ich glaube 800, das heißt pro Abteilung immer 200. Marketing und Fahrergedöns hinten nicht mitgerechnet, die geben ja keine Dinger. Und dann halt 800 Ressourcenpunkte pro Abteilung und halt pro Woche oder pro Woche 800 Ressourcenpunkte. 800 pro Woche, was im Monat dann 3200 Ressourcenpunkte sind, da kann man halt natürlich dann sagen, okay, man baut jetzt erstmal das auf, aus was man hat. Und dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt das mal rechnen, okay, ich brauche jetzt was ich für die nächste Aufschwung, weil ich mache, ich will immer denn das so haben, dass wir haben, ich unterteile es mal, jede Abteilung hat 3 Stufen, 4 Abteilungen haben wir, dass ich immer gleich habe, dass ich dann Abteilung 1, Komplettstufe 1 habe, in Abteilung 2 und so weiter, dass ich dann in jeder Abteilung halt als nächstes Stufe 2 mache und dann weitergehe. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für... Dass ich dann gucke, 15, was hat er gesagt, 21 kostet mich dann Stufe 2 in Abteilung 2, den Abteilungen, wo ich noch nicht Stufe 2 bin, also pro, ne? Das wären 2, 4, 6, wären dann 63 Millionen, die ich dann bräuchte, um halt alle auf Stufe 2 zu bringen. Dann wären sie auch wieder einheitlich und dann kämen halt als nächster Punkt dann halt als Stufe 3. Junge, du bist mir hinten aufgefahren, du Affe. Na komm, wissen schon, wie geht's? Da kommen das, ne? Ich weiß, das ist fies, sollte man nicht machen eigentlich.
Komm, Bottas will ich auch noch ein bisschen rauskicken. Und jetzt können wir durchfahren. Sauber gemacht, gute Arbeit. Problem hast du einen der Gänge verloren. Ich wiederhole, du hast einen der Gänge verloren. Okay, den vierten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, der eine Mercedes ist relativ weit. Also der eine Mercedes könnte vielleicht Punkte noch holen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay, auf Platz 13 ist einer. Und der andere müsste ganz hinten sein, weil der wahrscheinlich Flügel gewechselt hat.
Also ihr habt nicht gesehen, dass ich die zwei Mercedes herausgedrängt habe. Die haben selbstständige Fahrfehler begangen. Ah, da oben habe ich auch gerade noch gesehen und der hat beiden Rückstand, das war Hamilton. Getriebe geht. Das ist eine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Nächste drinnen konnte er noch aushalten. Vielleicht holt der Verstappen noch Ricardo und wird Vierter. Aber fünfte Platz reicht auch. Sondern auch der Titel. Glückwunsch an das ganze Team. Was für eine fantastische Saison. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des... Was für ein aufregender Abschluss eines unglaublichen Grand Prix-Wochenendes. Die drei Bestplatzierten freuen sich bestimmt wahnsinnig über ihre heutige Leistung da draußen. Ich denke mal, keine zwei Mercedes um. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich hatte heute sicherlich nichts auszusetzen an der Leistung von Kevin, Bottas, der ein unglaubliches Rennen geliefert hat. Es ist Zeit, einen Blick auf Punktgleich sogar. Das Team mit dem fahrenden Boss übernimmt die Führung in der Tabelle. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze. Punktgleich sogar. Punktgleich. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke. Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Klasse, das war dann alles. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, wir persönlich finden, was wird da ein bisschen Geld wahrscheinlich abgezogen. Können wir rübergehen? Ja, die bleiben ja gleich. Aber ich denke mal nicht, dass ich. Genau, wir kriegen sogar bald 10k weniger. Oh mein Gott.
sind immer noch 13 Millionen. Bitch. Naja, okay, wie gesagt, Maximum sind ja 800 Punkte pro Abteilung. Ne, 200 maximal. Genau. So, hier, also wenn jetzt hier Ressourcenpunkte ist dann hier Stufe 2 und wenn der auf Stufe 3 ist, so wie der, der und der, bekommt ihr insgesamt 800, also dann 2, 4, 6, 8. Hier sind dann 60 momentan, der nächste Schritt wäre dann so wie unten 120. Ja, kostet 12 Millionen nur für die Ressourcenpunkte, wenn dann auf 120 erhöht. Auf 200 ja, erhöht. Oder wie gesagt, 2, 4, 6, 800 in die Woche. So, Mexiko ist das nächste Rennen. Aber an dieser Stelle, meine Damen und Herren, ja, bedanke ich mich recht herzlich fürs zugucken. Wir werden uns denn noch mal wiedersehen in Season 2, wenn wir denn das letzte Rennen starten und dann von den letzten Rennen in Season 2 in Season 3 reingehen. Und dann gucken wir, ob ich mir noch einen Fahrer hole oder nicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken, auch wenn ich gerade am letzten Rennen ein bisschen geschummelt habe. Weil ich und Rechnen ist nicht gut, kann ich auch nicht, weil ich dachte nicht, dass wir den genau Konstrukteurs, den gleich halt Punkt gleich sind. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken und wir werden uns dann gleich, beziehungsweise in einer weiteren Folge, denke ich hier nochmal, wiedersehen.